Das Heilige Römische Reich, Herrschaftsbereich der römisch-deutschen Kaiser vom Spätmittelalter bis 1806 durch Napoleon in der Habsburger Herrschaft beendet. Formal war das Reich die Fortsetzung des antiken römischen Weltreichs. Das Reich hatte die Legitimation als Herrschaft Gottes heiligen Willens im christlichen Sinn. Trotz der dazu widersprüchlichen kriegerischen Aktionen. Die Kaiserkrönung erfolgte im 10. Jahrhundert unter der Dynastie der Ottonen. Kaiser Otto I. 962 in Rom nach der Herrschaft der Karolinger. Das Reich wurde bis zum Ende 1806 monarchisch geführt. Historische Bauten sind heute in Europa noch reichlich vorhanden. Ein historisches Kronjuwel aus der Zeit 11. Jahrhundert ist die Burg Trifels im Pfälzer Wald. Leider im vollen Original nicht mehr komplett erhalten, teilrestauriert. Eine Machtburg des Heiligen Römischen Reiches. Reichsburg Trifels, auf einem dreispaltigen Felsen erbaut bei Annweiler im Pfälzer Wald. Eine der bedeutsamsten Burgen des Mittelalters im Heiligen Römischen Reich. Das historische Kleinod der Burgen von Deutschland. Eine Stätte der Machtentfaltung der Salier- und Stauferkaiser. Insbesondere die Kaiser Heinrich V., der VI. Und Kaiser Barbarossa haben hier gewirkt. Der König von England, Richard Löwenherz, war 1192 bis 94 der prominenteste Gefangene. Die Burg war auch in der Stauferzeit Aufbewahrungsort der Reichsinsignien. Nach Verfall und Zerstörung wurde die Anlage ab 1938 in der NS-Zeit wieder aufgebaut und vor allem mit Neubauten, zum Beispiel dem Palas, versehen. Beim Rundgang sind die mittelalterlichen Originalbauten von den Neukonstruktionen deutlich zu unterscheiden.